So, hallo Leute, hier zu einem neuen Video von Lassen Sie es krachen. Heute haben wir im Vergleich für die Glock unseren Anschlagschaft, das Capus versus gegen das Ronin. Wir werden die beide jetzt mal miteinander vergleichen, wer hat welche Vorteile, wer hat welche Nachteile. Und wenn ihr euch das kaufen wollt, schaut euch das Video an und dann guckt, was euch gefällt. So, und da haben wir jetzt die beiden Schmuckstücke jetzt mal direkt hier nebeneinander liegen. Auf dem ersten Blick sieht man natürlich sofort, das Capus oben ist natürlich um einiges schmaler gehalten als das Ronin, jetzt siehe unten. Oben habe ich einfach mal ein Holovisier hingelegt, normales Rotpunktvisier. Das kann man natürlich auf jede der beiden ganz einfach drauf montieren. Da diese natürlich für die ganz einfache Rail, die haben wir mittlerweile alle oben sowie vorne an der Seite, ganz einfach dran montieren kann. Von daher habe ich das einfach mal dazugelegt, aber das macht jetzt keinen Einfluss irgendeiner, ob da besser ist, weil das kann man einfach an jeden dran bauen. Das Roni, ihr seht schon, das ist ein bisschen, ja, ein bisschen breiter, ein bisschen dicker gehalten. So, wir werden direkt dann mit dem Roni mal anfangen, die Glock hier mal reinzubauen. Zuvor werden wir einfach mal die Features erstmal von den beiden vergleichen. Und da fangen wir direkt mal an, hier vorne mit dem Griffstück. Bei dem Roni ist es so, wie auch bei dem Capus, ihr könnt beide das Griffstück anklappen, relativ einfach. Und jetzt hier per Druckknopf einfach hier drücken und dann nach vorn klappen. So habt ihr hier eine zweite Position, da könnt ihr die so schräg halten. Ich finde das recht gut, so zu halten mit dem schrägen Winkel, das ist sehr angenehm. Ihr könnt sie aber auch ganz nach vorn klappen. Rastet dann auch ein, hält ganz gut oder einfach wieder drücken und komplett zurückklappen. Ja, halt nochmal drücken, genau, und jetzt komplett zurückklappen. Was auch hier gut ist, ihr habt hier noch einen zweiten Knopf. Wenn ihr den drückt, könnt ihr hier nach vorn das Griffstück einfach abmontieren und könnt es hier auf die Seite drauf bauen oder wie ihr immer wollt. Das finde ich super, das geht schnell, einfach und unkompliziert. Machen wir es wieder drauf. Also das ist recht gut. Bei dem Capus ist es so, dass ihr auch hier diesen Druckknopf habt. Ihr könnt hier drücken, habt aber nur die liegende Position, beziehungsweise ihr müsst nicht mal drücken. Ihr könnt in dem Fall erstmal nur klicken und es rastet ein und müsst jetzt drücken und es wieder jetzt hier zurückholen. Aber wie gesagt, auch das ist ein Anbau an die Rail, das heißt, das könnt ihr eigentlich umbauen. Wir könnten theoretisch das Griffstück auch hier oben drauf bauen oder andersrum. Aber das ist jetzt halt so die Serienausstattung. Da finde ich, muss ich sagen, das beim Ronin um einiges besser gemacht. Allerdings sieht das natürlich um einiges hübscher aus. Und ihr müsst auch hier, wenn ihr das abbauen wollt, wirklich hier eine Schraube lösen. Also das geht hier nicht einfach mit einem Druckknopf und einfach abmontiert. Das funktioniert hier leider nicht. Ihr könnt aber hier ist verlängern. Auch das geht bei dem Roni nicht und habt ihr hier einen Druckknopf oben und unten, die müsst ihr beide gleichzeitig drücken und dann ganz einfach geht es wieder zurück. Des Weiteren habt ihr bei beiden oben serienmäßig ein Kimme- und Kornvisier. Bei den Ronin gut gemacht, standardmäßig auch hier, einfach per Druckknopf springt er rauf auf beiden Seiten, zack, und könnt es einfach wieder umklappen. Bei dem Capus ist auch serienmäßig Kimme- und Kornvisier, allerdings hier müsst ihr diese wirklich per Hand nach oben klicken. Das geht hier leider nicht einfach nur mit einem Knopf, sondern müsst ihr wirklich so nach oben klicken und dann einfach wieder per Hand auch hier wieder nach unten. Wie könnt ihr den Abzug verdecken? Das ist natürlich immer die primäre Sache, gerade für die Berufswaffenträger, die das, den Anschlagschaft mit sich führen wollen. Ist es natürlich primär wichtig, den Abzug zu verdecken. Bei dem Ronin geht es ganz einfach hier mit einem kleinen Hebel, den habt ihr hier, den könnt ihr einfach hoch und runter klappen und könnt den Abzug hier dann später verdecken. Das zeigen wir dann einfach mal, wenn die Glock drin ist. Bei dem Capus ist es leider nicht ganz so toll gelöst. Hier geht es nur, wenn ihr das umklappt und hier dieses Teil verlängert, dann ist der Abzug verdeckt. Das geht aber leider auch nur dann in dieser Position. Bei den Ronin ist es egal, ob ihr jetzt den Griff nach oben oder unten habt, weil der Hebel davon nicht betroffen ist. Das heißt, wenn ihr das Griffstück ganz abbaut, habt ihr keine Möglichkeit mehr, den Abzug zu verdecken.
Wie wird die Waffe jetzt geladen? Bei dem Ronin ist es so, ich habe das Bauteil hier, das zeige ich euch gleich, wenn wir es dann drauf gebaut haben. Das wird einfach auf die Glock dann draufgesetzt. Ihr seht innen drin dieses Profil, und das habt ihr eben auch hinten an der Glock, das Profil. Und das greift im Endeffekt dann den Schlitten, was dann wieder hier eingebaut ist. Das zeige ich euch dann, wird das dann einfach nach hinten durchgezogen und so könnt ihr dann die Waffe laden. Bei dem Carbos ist es anders gemacht. Ihr habt hier, vielleicht kann man das sehen, wenn man vorne mal reinschaut, ihr seht da diese, ja, dieses Profil, dieses wie aussieht wie ein U, das greift im Endeffekt ganz vorn den Schlitten und ihr zieht so die Waffe, so wie bei einer M4, von hier hinten durch. Siehst, ihr habt hier diesen Sicherungsknopf und ihr könnt hier die Waffe durchziehen. Finde ich optisch auf jeden Fall schöner, gefällt mir gut. Einfach hier so, zack, könnt ihr so greifen, durchziehen. Und ihr seht es dann einfach vielleicht von vorn nochmal, da dieses Profil, und das zieht es jetzt hier nach hinten. Und dann könnt ihr das ganz einfach hier vorn greifen und dann wird die im Endeffekt vorn gegriffen und geladen. Den Kolben hinten könnt ihr bei beiden von der Länge her verstellen. Bei dem Ronin habt ihr hier oben den Knopf. Dann könnt ihr das einfach hier so reindrücken, den Knopf, und dann hier reinziehen bzw. an der Stelle verlängern. Ihr habt auch hier für die Wange zum Auflegen, habt ihr die Möglichkeit, eine Höhe einzustellen. Ihr habt hier eine Schraube, die könnt ihr hier einfach lösen. Und dann gibt es hier verschiedene Höhen, je nachdem wie ihr das einstellen wollt, könnt ihr das hier machen. Aber auch das geht bei dem Carbos. Könnt ihr das hier ganz einfach verstellen. Mir gefällt das optisch, sieht es auch, finde ich, schöner aus. Und auch verstellen geht hier meiner Meinung nach schöner und besser. Ihr drückt einfach hier das nach oben und könnt es dann hier einfach ran. Und dann eben hier die Höhe ganz einfach verstellen. Normalerweise standen hier oben mal Zahlen drin, das konnte man dann hier oben sehen. Das ist leider schon bei mir ein bisschen abgeschliffen, weil es doch relativ oft verwendet wird. Könnte man als Manko sehen jetzt, dass das leider nicht mehr zu sehen ist, wenn man es bei viel Benutzung abgeschliffen hat. Ansonsten habt ihr eben hier schön aus Gummi, sehr angenehm natürlich. Und ihr könnt auch hier über dieses Loch auch so einen verstellbaren Schutz für die Wange zum Auflegen noch montieren. Das geht auch hier bei dem Carbos, also auch hier relativ gut. Zudem hat das Carbos den schönen Vorteil noch, ihr könnt hier auch per Druckknopf drücken und einfach hier umlegen. Und dadurch wird die natürlich um einiges kleiner, wenn ihr euch das anschaut. Nimmt natürlich Platz weg für den Transport und könnt einfach wieder umklappen. Und dann rastet die auch wieder sehr stabil ein. So, wie montieren wir jetzt denn die Glock in diese, ja, beiden Modelle Anschlagschaft hinein? Probieren wir es einfach mal aus. Wir fangen direkt mal mit dem Ronin an. Wir schieben mal das Carbos ein Stück beiseite und fangen direkt mal mit dem Ronin an. Ihr habt bei dem Ronin hier zwei Schrauben, die müssen wir zuvor erstmal lösen und locker machen. Dann drehen wir es um und wir haben auf jeder Seite hier einen Splint, den drücken wir hier rein, so wie hier, einfach fest reindrücken. Und dann haben wir hier auf der Rückseite, kommt er dann raus und den wählen wir einfach hier an der Stelle und ziehen ihn dann raus bis Anschlag. Und das gleiche auf dieser Seite hier, einfach greifen und komplett rausziehen. Dann greift ihr die hier vorn und zieht die hier nach hinten, so wie hier hinten auch, einfach nach hinten ziehen, zack, und dann wird sie hier aufgeklappt. So, dann ist sie jetzt hier offen. Ihr seht, das ist ein bisschen, ja, schon fast kompliziert. Dann habt ihr, wie gesagt, dieses Teil, das müsst ihr jetzt auf die Glock montieren, einfach hier so oben drauf schieben, zack, so dass hier oben halt ein Stückchen weiter vor, dass das Visier hier frei ist, dann wird das hier einfach so drauf gesteckt und das war es im Grunde. Und jetzt wird die Glock einfach nur in das Ronin rein montiert. Ihr müsst einfach aufpassen aber, dass ihr diese Griffstücke hier, diese beiden, um die dann durchzuziehen, dass ihr die dann da sauber einfädelt. Ihr greift euch die, schaut, dass ihr hier die in diese Stelle hier oben hier reinsetzt. Einfach da rein. Ja, umgreifen.
Ihr seht, das ist ein bisschen eine Friemelei hier, so dass die jetzt hier drin ist. Dann klappt ihr das einfach wieder zu. Zack. Schiebt wieder hier nach vorn, so wie hinten, einfach zuschieben und diese Bolzen durchstecken. Zack. Und auch hier vorne. Zack. Und dann müsst ihr nur noch diese Schrauben, die sind mit einer Feder, die drückt ihr einfach rein und unter Druck ein bisschen schraubt die fest. Ich zeige es euch nochmal hier. Ihr seht, da ist jeweils eine Feder. Seht ihr hier die Feder draus? Das heißt, ihr nehmt die einfach, drückt ein bisschen rein und schraubt dann unter Druck ein bisschen fest, sodass die leicht angezogen sind, aber nicht jetzt extrem fest sind. Also jetzt nicht mit dem Schraubenzieher unbedingt hier extrem nachziehen, dass ihr die noch relativ locker lösen könnt. Genau, und das war's im Grunde. Jetzt ist die Glock montiert. So, dann fangen wir jetzt direkt mal mit dem Carbus an. Wie funktioniert das jetzt hier mit dem Carbus? Im Grunde ist das hier wirklich einfach, relativ einfach gehalten. Auch hier habt ihr einen Splint, den müsst ihr hier auch durchdrücken, einfach hier reinschieben, zack. Und auf der anderen Seite könnt ihr dann relativ hier gut greifen und hier an der Stelle rausziehen und dann wird es zack direkt passieren, genau. Der klappt hier komplett nach oben dann, ist so locker. Und dann habt ihr hier diese Schiene, die man hier bewegen kann. So, als nächstes habt ihr hier an dieser Stelle so ja, einen kleinen Hebel zum Spannen. Ihr kennt das wie beim Fahrrad, um den Reifen dann vorn festzumachen. Auch hier, der wird einfach locker gemacht. Und dann kann man jetzt hier vorne nach oben klappen, so dass es hier so komplett locker ist. Hinten Bolzen raus und vorn hier locker machen. Und das war es im Endeffekt schon im Grunde. Also das ist wirklich hier relativ gut und simpel gemacht. Ihr nehmt jetzt hier die Glock und habt hier oben da diese Schiene. In diese Schiene wird die Glock reingesteckt. Weil auch die Glock hat ja vorne diese Schiene. Und die nehmt ihr jetzt einfach so verkehrt rum und führt die einfach jetzt an dieser Stelle hier ein. Klappt das jetzt zu. So, dass es richtig einrastet, zack, dann klickt das so und dann muss der Bolzen, es geht auch nur rein, wenn er in dieser Position ist. Dann dreht ihr das zur Seite und klappt das jetzt hier um, jetzt geht das richtig straff und jetzt ist die da richtig fest drin. Diese Schiene hier hinten, die wird nach ganz vorn geschoben, hinten hochgeklappt und dieser Bolzen wieder hier reingeschoben und das war's. Also wirklich einfach, bedeutend leichter gemacht, meiner Meinung nach. Ihr seht jetzt hier, wenn man sie dreht, habt ihr hier den Schlitten zum Schieben und könnt einfach hier die Glock so durchladen. Also um einiges von der Montage her einfacher gemacht. Wir werden jetzt einfach mal auf Zeit die Glock in diese beiden Modelle reinbauen, dass ihr einfach mal seht, wie lange braucht das, wie viele Handgriffe braucht man. Aber ihr habt es ja schon gesehen, beim Carbus geht das natürlich bedeutend schneller. Dass ihr einfach mal ja, seht, wie lange braucht ihr dafür, dass wenn ihr das jetzt montiert, es soll jetzt nicht auf Zeit gehen, das ist kein Wettbewerb, sondern ganz normal, wie wenn ihr jetzt einfach reinbauen wollt, wie viele Handgriffe von der Montage, wie lange würde das dauern. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Carbus nochmal an. So, dann liegen jetzt alle beide nochmal komplett demontiert hier. Wir werden jetzt mit dem Carbus direkt mal anfangen. Das Einzigste ist, wir haben jetzt wie hier bei dem Ronin die Schrauben nicht festgedreht. Weil in dem Zustand, wenn nichts drin ist, schraubt man die auch nicht fest. So wie am Carbus haben wir jetzt diese Spange hier auch nicht festgemacht, weil die muss ja nicht unter Spannung stehen, wenn die Waffe nicht drin ist. Deswegen haben wir das jetzt mal so in dem lockeren Zustand und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt mit dem Carbus mal an. Fertig. So schnell geht's. Ihr seht, mit wenigen Handgriffen geht das hier ratzfatz. Und das gleiche werden wir jetzt einfach nochmal mit dem Ronin machen. So, auch hier liegt jetzt das Ronin komplett demontiert hier. Wie gesagt, nur die Schrauben sind locker, die Glock davor. Und jetzt werden wir die einfach auch mal hier reinbauen.
fertig. So wie ihr seht, hat das mit dem Roni natürlich jetzt um einiges länger gedauert. Da gibt es bedeutend mehr Handgriffe, die ihr hier machen müsst, um die Glock da reinzubauen. Was für euch jetzt von Vorteil ist, was euch besser gefällt, einige hat der Vorteile, einige der andere Anschlagschaft hat die Vorteile. Was für euch jetzt besser ist, was euch besser gefällt, auch was ihr halt damit machen wollt, es ist natürlich euch überlassen. Ich werde euch für die beiden in die Videobeschreibung einen Link reinmachen, wo ihr die dann ja, kaufen könnt, wenn ihr die denn haben wollt. Und dann hoffe ich, das Video hat euch geholfen, euch vielleicht zu entscheiden, welche ihr von den beiden kaufen wollt. Und genau, dann freue ich mich auf das nächste Video, wenn wir vielleicht wieder was Neues da haben, vielleicht dann von Hera Arms. Auch da gibt es noch einen Anschlagschaft für die Glock. Wenn wir den noch da haben, machen wir darüber auch gerne mal ein Video. Und vielleicht gefällt euch das noch besser. Dann freue ich mich auf das nächste Video, bedanke mich und wünsche euch alles Gute. Ciao, ciao. Danke fürs Anschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib uns doch bitte einen Daumen nach oben. Und wenn du weitere Videos von uns sehen möchtest, kannst du direkt hier unter diesem Video unseren Kanal abonnieren und auch bei deinem Smartphone unter dem Video einfach auf Abonnieren klicken und danach direkt auf Benachrichtigung aktivieren. Dann wirst du immer einer der Ersten sein, der unsere neuen Videos sieht.